Meine Transformation, wie hat alles angefangen? Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist John Beck Supov. Salam alaikum an alle. Ihr habt euch lange ein Video gewünscht über Transformation, Sport und den Supervitaminen im Sport. Wie ich dazu stehe und heute werden wir auf die ganzen Sachen eingehen. Meine Transformation, wie hat alles angefangen? Wie die meisten schon wissen, habe ich mit 12 angefangen, Kraftsport zu betreiben, war ziemlich dick. Und das Ganze hat angefangen in einem kleinen Kraftraum, wo ich Bankdrücken zum ersten Mal gemacht habe und mir sehr viel Spaß gemacht habe. Weiter ging das aber nicht viel im Bereich Fitness. Ich habe mich erst wieder mit 14 in einem Fitnessstudio angemeldet. Zwischen 12 Jahren und 14 Jahren habe ich zu Hause viel Liegestütze gemacht, viel Klimmzüge gemacht und sehr viel Bauch trainiert. Sehr viel Bauch trainiert, das sieht ihr auch, dass ich sehr viel Bauch trainiert habe. Alles war dünn aus meinem Bauch. Mit 14 Jahren ging es weiter. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, habe meine ersten Trainingseinheiten absolviert, habe aber nicht so viele Erfolge gesehen erstmal, da ich mit 14 auch sehr dünn war. Ich hatte Sixpack, aber ich war dünn. Es hat mir an Ernährungswissen gefehlt. Es gab YouTube damals. Auf YouTube habt ihr aber eher wenig Informationen bekommen und wenn, dann waren es bestimmte Leute mit Glatze, die Veganer waren und ein bisschen über Quinoa geredet haben. Und Quinoa hat mich nicht breit gemacht, kann ich euch so sagen. Das war mein erster Baustein. Ich habe meine Ernährung umgestellt und ich habe eine Riesensache verändert, und zwar das Training. Ich habe bis dahin jede Muskelgruppe einzeln trainiert, Brust einzeln, Arme einzeln, Beine einzeln. Sechsaspekt. Damals in der Schule hat mir ein Junge aus meiner Klasse ein Bild gezeigt von einer Transformation. Das war zu Arnolds Zeiten, also sehr schon lange her. Da gab es einen Mann, der hieß, glaube ich, Casey Viator, irgendwie so. Der hat es geschafft, in 12 Wochen mit einem Zweiersplit, Oberkörper, Unterkörper, Push und Pull, extrem viel Masse aufzubauen. Dieses Push und Pull bestand darin, dass er an einem Körper Push macht, Brust, Schulter, Beine, Kniebeugen, Bankdrücken, alles. Und an dem anderen Tag macht ihr Kreuzheben, Rückenübungen, schweres Rudern. Also es war ein sehr krasser Plan, ein sehr anstrengender Plan, den ich aber durchgezogen habe. Und zwischen 15, ich sag mal so, wo ich zwischen 14 und 15 in einem Zeitraum von 6 Monaten locker 35 Kilo aufgebaut habe. Ob das jetzt Muskelmasse war oder Fettmasse, ich kann euch so sagen, ich hatte einen Sixpack-Ansatz. Ich habe locker so 95 Kilo gewogen. Mein höchstes Gewicht sogar mit 15 war tatsächlich 105. Aber diese 35 Kilo waren ungefähr von 60 Kilo zu 95 Kilo, die ich aufgebaut habe. Zweiersplit durchgezogen, Ernährung verbessert und dementsprechend sehr fette Ergebnisse, wirklich. Jeder einzelne im Fitnessstudio und in der Schule dachte, ich bin auf Stoff. Meine Lehrer haben im Klassenzimmer rum erzählt, dass ich auf Stoff bin und Stoff verkaufe damals. War aber auf jeden Fall nicht so. Also ich habe bis zu diesem Alter das Ganze gesehen, das Ganze bei anderen gesehen, aber selber nie angefasst oder sonst was. Also Stand war 15 Jahre, 105 Kilo Körpergewicht, 100 Kilo auf der Bank gedrückt, 200 Kilo Kreuzheben, 200 Kilo Kniebeugen gemacht. Die Geschichte zu den 200 Kilo Kniebeugen ist auch sehr witzig. Da war ich 15, habe zum ersten Mal einen amerikanischen Booster probiert. Mein Maximum damals war 140 auf Reps, auf 8 Wiederholungen oder so. Ich bin mit meinem großen Bruder ins Fitnessstudio. Wir waren auf diesen amerikanischen Booster, wo wir nicht genau wussten, was drin ist. Aber auf jeden Fall habe ich dann 200 Kilo, ein paar Stück alleine gemacht und ein paar Stück mit seiner Hilfe. Und da war Abriss mit, probiert diese amerikanischen Booster nicht aus. Die gibt es auch gar nicht mehr. 16 Jahre. Es ging dann weiter. Ich habe meinen Plan durchgezogen. Ich bin gewachsen, ich bin definierter auch geworden. Mit 16 habe ich einen kleinen Cut gemacht. Bodybuilding war für mich nicht mein Hauptziel und mein Fokus war nicht im Bodybuilding. Mit 17 Jahren sah das schon anders aus. Das war das Jahr, wo ich mit Rugby aufgehört habe. Ein Jahr, wo ich wieder einen Aufbau gemacht habe mit sehr viel Essen. Bin dann auch ein bisschen dick geworden. Habe aber natural auf jeden Fall meine 115 Kilo gewogen. Und ihr seht auch einen Ausschnitt von meiner Form mit leichtem Sixpack-Ansatz. Also es war 115 Kilo, aber ein bisschen dicker. Mit 18 habe ich beschlossen, meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf zu machen. Was muss man für einen Bodybuilding-Wettkampf machen? Definieren, Ernährung anpassen, Training anpassen und natürlich Supervitamine nehmen. So sah es damals aus in meinem Kopf. Ich wollte auf jeden Fall nicht bei der GmbF starten oder sonst was. Und ich wollte gewinnen. Dementsprechend habe ich trainiert, dementsprechend habe ich meine Supplemente umstrukturiert. So ging das dann los, mit, dass ich in diese Welt eingestiegen bin. Zu dem Thema Super Supplements ist auf jeden Fall zu sagen, dass es nicht zu empfehlen ist und katastrophal in diesem Alter. Viele reden dieses Thema hoch im Internet, was mir überhaupt nicht passt. Ich bin real, ich sage, wie es ist, ich erzähle euch, wie es war, aber ich möchte auf jeden Fall ein dickes Statement dazu setzen. Katastrophal in diesem Alter und allgemein auch nicht zu pushen, dieses Thema.
haltet die Finger davon weg. Trainiert habe ich im Dreier-Split, Push-Pull-Beine, einen Tag Pause, dann wieder Push-Pull-Beine, aber diese zwei, also es gab immer einen Push-1-Tag, einen Push-2-Tag. Pull 1, Pull 2, Beine 1, Beine 2. Habe ich ein bisschen umstrukturiert, ob ich zum Beispiel bei Push Schulter mehr belaste oder Brust mehr belaste den anderen Tag. Oder bei Rücken, mein Rücken mehr belaste oder mein Bizeps mehr belaste. So würde ich euch auch empfehlen zu trainieren. Meine Bodybuilding-Wettkämpfe habe ich dann bestritten. Bin sehr unzufrieden gewesen mit dem Ergebnis. Ich wollte, wie gesagt, unbedingt erster Platz werden, wurde Zweiter bei den Junioren. Und habe einen ersten Platz bekommen beim Posing-Duell, sozusagen Best Poser-Pokal habe ich bekommen. Aber es war mir auf jeden Fall nicht genug. Ich wollte erster Platz bei den Junioren werden. Wie man im Nachhinein aber sieht, war das eine sehr gute Strandfigur, die ich da ohne Coach sozusagen mir zusammen gebastelt habe. Aber es war keine Bühnenform. Ich war der massivste, das werdet ihr auch sehen. Ich war mit Abstand der schwerste. Ich stand mit 18 Jahren mit 103 Kilo auf der Bühne. Hatte Sixpack, hatte Teilung in den Beinen, aber war halt ein bisschen zu viel Wasser, ein bisschen zu viel Fett. Bin heutzutage auf diese Form, die ich mit 18 hatte, stolz. Damals war ich es nicht. Dementsprechend, da ich nicht stolz war, habe ich auch sehr viel gegessen, um mehr Masse aufzubauen. Und weiter trainiert wie ein Ochse, wurde sehr, sehr stark, extrem schwer. 138 Kilo, 19 Jahre, 138 Kilo war mein Maximum. Und 138 Kilo, kann ich euch sagen, war kein Spaß. Ich habe mich fett gefühlt, ich habe mich katastrophal gefühlt. War stark, war breit. War auch sehr fett, aber das war so ein Gewicht, wo ich Schnürsenkel zumachen wehtut. Da ich sehr dick geworden bin, war es Zeit für eine Wettkampfdiät, war sowieso Zeit für einen neuen Wettkampf. Mein Ehrgeiz war gepackt, ich wollte Wettkämpfe machen. Und ihr müsst euch vorstellen, damals war mein Leben sehr gerichtet auf Bodybuilding. Die, die mich von damals kennen, wissen, wie sehr anders ich drauf war zu der Zeit. Der Lebensmittelpunkt bestand aus Bodybuilding. Ich selber empfinde mich jetzt auch als unangenehmen Menschen damals. Was ich aber sagen muss, ich habe sehr durchgezogen. Diesen Sport habe ich durchgezogen wie kein anderer wahrscheinlich. Und mit geringen Mitteln, ich kann euch wirklich von Erfahrung sagen, gerade was die super Vitamine angeht und so, dass es nicht übertrieben war damals. Und mit dieses, wenn ich jetzt zurück überlege und sehe, was andere so machen, kann man sehr stolz auf diese Leistung sein, wenn ich das Ganze so wie passieren lasse. Dann habe ich meine Ernährung umstrukturiert und natürlich auch mein Training wieder umstrukturiert. Und ihr müsst euch vorstellen, so wie ich jetzt trainiere, nur mit viel mehr Gewicht, musste ich alles verändern in Richtung sauberes Training. Sehr, sehr auf Muskelgefühl und Muskelspüren. Das Ganze habe ich zu verdanken meinem Trainer, der mich damals kennengelernt hat. Schöne Grüße, Bruder. Hast mich als dicken Jungen gesehen und aus mir eine gute Form gemacht damals. Wettkämpfe gingen dann los. Ein paar Wettkämpfe schlecht gemacht, ein paar Wettkämpfe gut gemacht. Insgesamt eine sehr gelungene Saison. Bin NRW-Meister geworden und zweiter Platz bei den Männern 4, was sehr, sehr stark ist. Und mit einstimmigem Kampfrichter unser NRW-Meister Johnny Yusupov. Die lange Anreise ist gelohnt. Vizemeister Johnny Yusupov. Da war ich 20 Jahre alt, musste dann meine sportliche Entscheidung treffen, ob ich das Ganze jetzt weitermache. Denn Junioren zu gewinnen ist okay, ist was Gutes, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Profi werden ist der nächste Schritt. Um Profi zu werden, muss man mehr in diese Super-Supplement-Schiene rein. Und um guter Profi zu sein, muss man noch mehr in diese Super-Supplement-Schiene rein. Und das wollte ich nicht. Und habe dennoch weiter trainiert. Versucht, mich nochmal vorzubereiten für einen Wettkampf. Für einen Juniorenwettkampf, da ich noch 21 war. Habe diese Vorbereitung sehr gut durchgezogen. Habe gute Muskelzuwächse bekommen. Ja, war eine sehr erfolgreiche Massephase, als auch Definitionsphase zwischen 21 Jahren, bis ich 22 war. Und irgendwann zwischen 21 und 22 war ich dann fast bühnenfertig. Da wurde der Wettkampf abgesagt wegen Lockdown. 6 Wochen out, also 6 Wochen bis zum Wettkampf waren noch. Ich habe diätet, ich habe meinen Arsch aufgerissen für diese Bühne. Und dann wurde 6 Wochen vor dem Wettkampf komplett alles abgesagt. Alles war umsonst. War ich sehr sauer, enttäuscht. Habe dann trotzdem, was soll man machen? Hab dann trotzdem draußen trainiert, Lockdown durchgezogen, nach dem Lockdown durchgezogen. Weiterhin trainiert, 127 Kilo bei einem sehr, sehr guten Gewicht. Also alle waren damals sehr zuversichtlich, von Trainerseite waren alle sehr zuversichtlich, dass ich deutscher Meister werde, dass das ein Abriss wird. An dem Zeitpunkt fing dann auch mein Kopf an sich zu ändern. Hab draußen trainiert, habe gemerkt, mir macht das sehr viel Spaß, draußen zu trainieren, andere Bewegungsabläufe zu machen. Hab wieder angefangen zu ringen und andere Sportarten auszuüben. Hab gemerkt, ich brauche das, ich mag das, macht mir viel mehr Spaß und mein Fokus da reingelegt. Und ja, von da aus bis heute sehr vielseitig trainiert. Ein Mix aus Kraftsport, Kampfsport, Powerlifting, Bodybuilding,
Strongman, alles Mögliche ausprobiert, alles Mögliche gemacht. Und das macht mir jetzt heute auch am meisten Spaß, bringt mir am meisten. Also das, was mein Ziel eigentlich ist. Mein Ziel ist es, stark zu sein, flink zu sein, beweglich zu sein. Trotzdem in Ordnung auszusehen, stabil auszusehen, definiert zu sein. Und das alles im Einklang zu bringen, das ist so das, was ich jetzt versuche. Dementsprechend hat sich auch mein Training verändert und dementsprechend werde ich auch kein Bodybuilding mehr machen. Hat mehrere Gründe. Ist moralisch nicht mehr mein Ziel, ist optisch nicht mehr mein Ziel. Früher wollte ich aussehen wie ein Ronnie Coleman, heute will ich das auf keinen Fall. Natürlich ist damit gemeint Wettkampf-Bodybuilding. Bodybuilding an sich ist man, ein Bodybuilder ist man schon, wenn man seinen Körper trainiert und in Form bringt. Und das mache ich ja. Ich meine gezielt Wettkampf-Bodybuilding. Ist einfach nicht mehr meins. Somit kam auch der Umschwung, dass ihr mich so kennt, wie ihr mich heute kennt. Dass ich mit Kampfsport angefangen habe, das Ganze professioneller zu machen. Und wir befinden uns gerade auch im Monat Ramadan. Und ich bin schon jetzt fleißig, kann ich euch sagen. Und danach wird fleißig weiter durchgezogen. Nicht mehr lange. Und es kommen sehr interessante Videos auf euch zu. Insgesamt kann ich sagen, ich bin in diese Bodybuilding-Geschichte, dieses Fitness-YouTube, alles Mögliche, bin ich mit sehr jungen Jahren reingestartet, habe schon alles Mögliche gesehen an Supplements, und bescheuerten Supplements und alles Mögliche. Was ich euch aber sehr ans Herz legen kann, wo ihr euch was Gutes tun könnt und mich unterstützen könnt. Ich habe schon damals mit 17, 18, 19 Jahren bestimmte Kräuter gesehen im Internet, die man so nehmen kann, zum Beispiel Mariendistel für Leber und. Hat damals schon funktioniert mit den Blutwerten und heute weiß ich es jetzt auch zu 100%, kann ich von meinen Blutbildern vor und nach Leber, Nieren, Herzsupport angucken. Es hilft wirklich, es verbessert wirklich die jeweiligen Blutwerte. Und das sind eins der wenigen Supplements, die heute auch sehr, sehr wichtig sind, gerade für Unterstützer, Athleten. Passt auf euch auf. Und diese Sachen funktionieren wirklich. Nierensupport, Herzsupport, Lebersupport. Das ist basic. Das sollte man auf jeden Fall als unterstützter Athlet nehmen. Und es bringt auch wirklich was. Es hilft euren Blutwerten. Es bringt eure Blutwerte wieder in eine Norm. Das war es jetzt mit dem Video. Transformation, die sich viele gewünscht haben, habt ihr bekommen. Ich habe mich ein wenig zu dem Thema geäußert, was viele sich gewünscht haben. Vergiss nicht, für den Algorithmus irgendeinen Schwachsinn zu kommentieren. Gefällt mir immer mehr, was ihr da reinschreibt. Und unterstützt mich mit dem Code Johnny. Wir sehen uns im nächsten Video, inshallah. Bis dahin.